Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Wer schreibt die Zeilen in das Drehbuch? Die Medien schweigen, das ist weh zu. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Ich nehm's zu mir und reiß die Seiten raus. Weißes Papier und schreib was Neues drauf. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Auf jeden Fall hat die Bank den Typen gekündigt. Die Bank hat einfach sein Girokonto oder seine Konten gekündigt. Kann schon passieren. Bei Ken Jebsen haben sie das auch mal gemacht. Ich glaube, Reitschuster haben sie auch mal Konten gekündigt. Oder bei Anselm Lenz. Also es kann schon mal passieren, dass Bankkonten gekündigt werden. Und insofern kann man auch ruhig mal so einen Tarifvertrag kündigen. Ja, es ist schon verrückt. Es ist völlig verrückt, was hier läuft. Gut, also wir waren vor zwei Jahren waren wir in Wolfsburg auf der Straße und haben gewarnt vor diesen Zuständen, dass es hier bergunter geht, dass es bergab geht. Da wollte uns keiner zuhören, da haben sie uns beschimpft als Nazis, als Rechtsextreme. Das wollte in Wolfsburg keiner hören. Jetzt ist das Geschrei groß. Wenn sie vor zwei Jahren mit uns alle auf die Straße gegangen wären, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und ich persönlich muss sagen, wenn es um diese CO2-Strafzahlungen geht, die wir als Flottenverbrauch mal irgendwo zahlen müssen, in Brüssel oder so, dann wäre mein Vorschlag, nicht hier in Wolfsburg Leute zu entlassen oder in Osnabrück oder in Zwickau, sondern mein Vorschlag wäre, dass mal die gesamte Belegschaft einen Tag oder drei Tage nach Brüssel fährt und dort ordentliches Hubkonzert macht und die Verbrenner den ganzen Tag laufen lässt. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Idee, aber ich würde das gerne noch ein bisschen ergänzen. VW sagt ja im Moment, es fehlen uns 5 Milliarden. 5 Milliarden, die uns fehlen. Jetzt muss man wissen, in 2021 war die Dividende für die Aktionäre bei 4,36 Euro. Dieses Jahr werden 9,06 Euro bezahlt. Im Juni wurden insgesamt 4,5 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgegeben. Da fehlen halt die Worte, oder? Ja. VW spricht immer davon, wir wollen gerne 6,5% Rendite erwirtschaften. Wir liegen bei 3%. Aber die Dividende beträgt 9%. Kann mir das mal einer erklären? Sinnvoll erklären? Ja, die wird es hinkriegen, auf jeden Fall. Ja, das erklären wir heute Abend bestimmt nicht. Aber danke für deinen Beitrag. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch den Punkt, dass Anja hier ein paar Banner mitgebracht hat. Und ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht unterstützt beim Tragen der Banner, weil die sind nicht verwerflich. Ich kenne die schon länger, habe ich mir angeguckt. Die tragen wir heute durch Gifhorn durch. Und es wäre lieb, wenn ihr ein bisschen helfen könntet. Ordner haben wir hoffentlich genug. Wir bräuchten zwei Ordner. Kann ich mal, zwei Ordner haben wir, alles klar, oder drei. Unser Banner muss auch getragen werden. Matthias, haben wir jetzt sonst noch einen Punkt für hier? Wir haben noch eine Zwischenkundgebung. Ja, wir waren jetzt noch mal beim Thema VW. Und ich hätte einen Vorschlag, wen man entlassen sollte. Die Regierung entlassen, die uns diese ganze CO2-Scheiße hier eingebrockt haben. Also ich bin selber E-Autofahrer. Das wisst ihr, und ich fahre schon lange E-Auto. Aber nicht wegen CO2. Das ist großer Blödsinn. Und was man damit erreicht, eben mit dieser Flottenscheiße hier, dass die Hersteller nur so und so viel Verbrenner produzieren dürfen und das immer weniger und irgendwann werden die gar nicht mehr zugelassen. Sowas gehört einfach verboten und diese Politiker gehören nach Hause, die gehören entlassen. Wir sollten diese Politiker entlassen. Das ist eine schöne Forderung. Das ist eine schöne Forderung. Punkt ist, das gehört ja auch zu unseren politischen Forderungen hier in Gifhorn. Politikerhaftung. Seit Andi Scheuer. Politikerhaftung. Das heißt, die müssten haften, wenn sie verantwortungslos handeln. Wenn sie sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen, dann müssen sie die Entscheidungsfindung woanders hingeben. Dann müssen sie es ins Parlament geben, in die Legislative oder eben sogar ins Volk. Und das Volk muss dabei aber auch objektiv informiert sein über unabhängige öffentlich-rechtliche Medien. Die sind heute nicht unabhängig. Genau. Die zweite politische Forderung, warum ich auch hier stehe, ist das Bargelderhalt. Also wir wollen den Erhalt des Bargeldes
und nicht alles mit Apple Pay und PayPal und Google Pay bezahlen, Brötchen für 30 Cent. Und der dritte Punkt ist, ich will mehr direkte Demokratie haben. Wenn du sagst, die sollen zurücktreten, richtig, aber wann habe ich die Möglichkeit, nur alle 4 oder 5 Jahre bei einer Wahl? Ja, das Komische ist, wir haben kein Recht, und zwar gar keins, diese Politiker irgendwie zurücktreten zu lassen. Also die Vertrauensfrage zu stellen, das was irgendwie Parlamente schon machen dürfen, wenn sie dann mit der Regierung unzufrieden sind. Aber wir als Bürger, uns wird in dem Moment überhaupt kein Recht eingeräumt, wenn wir unzufrieden mit unserer Regierung sind. Genau, und deshalb fordern wir das Vetorecht. Genau. Und ich dachte, du wolltest vorhin noch weitermachen mit dem, welche Verantwortlichen, bla bla bla. Und ich dachte, da kommt jetzt noch Brüssel oder die EU oder sowas. Da ist ja die von der Leyen. Genau. Wir dürfen Europa nicht den Laien überlassen. Ja. Von der Leyen. Also die von der Leyen, gegen die wird ja ermittelt. Das wollen einige gar nicht wissen, aber gegen die wird ermittelt wegen Korruptionsverdachtsfällen. Und trotzdem wird sie zum zweiten Mal als Kommissionspräsidentin eingesetzt. Und ich halte das für nicht richtig. Nein. Genau. Und ich wollte noch sagen, die Leute, die wir entlassen können, das ist ja nicht die EU, dieses komische Konstrukt, was da uns übergeholfen wurde. Wir können die entlassen, die sich an diese EU-Regeln halten. Und die immer sagen, ja, wir müssen das ja machen und wir müssen das ja durchsetzen. Genau, die sollten wir entlassen. Und ich arbeite noch an irgendwelchen Ideen, wie man das hinkriegt. Aber bisher mit unserer Transparenz auf der Straße hier sind wir schon auf einem guten Weg. Wer schiebt denn, Thorsten? Ich bin davor einer. Ich muss den schieben. Oder wenn Sie sagen, dass wir nerven, dass wir woanders hingehen sollen, abhauen sollen und so. Dass das keiner mehr hören will mit Corona. Ja, die bilden sich ja ein, Corona ist vorbei. Und die Leute, die alle jetzt umfallen, plötzlich und unerwartet, Leute, die im Bekanntenkreis und so sind, die gesagt hat natürlich gar nichts mit der Spritze zu tun. Das hat nichts damit zu tun, weil die Giftspritze ist ja nicht giftig genug, es sind ja noch zu wenige. Wir hatten in 2020 keine Übersterblichkeit und heute haben wir auch keine Übersterblichkeit. Jedes Jahr stirbt etwa 1 Million Menschen in Deutschland. Das sind pro Tag 2700. Ich war ja jetzt schon mal eine ganze Weile nicht mehr hier. In der Zwischenzeit hat sich ja ein bisschen was bewegt. Also beispielsweise sind die RKI-Files ungeschwärzt offengelegt worden. Und ich frage mich, wie man so ignorant sein kann, das als Politiker einfach wegzuwischen und zu sagen, ja, Tagesordnung, ne, wie immer. Normalerweise müsste man mit diesen Informationen die Handschellen klicken hören. Ja, für unseren Bürgermeister müssten die Handschellen klicken. So, aktuelles Tagesthema für mich, ganz bedenklich die Situation Ukraine-Russland. Irgendwie habe ich heute ein bisschen was gehört, was in Russland passiert. Die reden wirklich davon, dass sie, also die haben Angst, die fühlen sich bedroht. Die fühlen sich bedroht von Landstreckenraketen, die auf ihr Gelände einschlagen können, die aus der Ukraine abgefeuert werden, aber mit amerikanischer oder NATO-Unterstützung. Woher haben sie die denn? Die Raketen? Ja. Ja, die Raketen. Von uns auch, oder wie? Ja, ich weiß nicht, ob wir da was geliefert haben. Also wir haben zumindest nicht gezuckt, als die Amerikaner gesagt haben, dass sie hier Mittelstreckenraketen abstellen.
mit Ziel Osten, mit Möglichkeiten der atomaren Sprengköpfe. Bei uns hat niemand gezuckt. Die Amis können einfach sagen, wir stellen nach Deutschland ein paar Raketen und Deutschland zuckt. Der Pistorius, der hat aber auch schon gesagt, ja, das ist alles im Rahmen abgedeckt, dass das völkerrechtlich ist, das völlig in Ordnung. Wenn wir die scheiß Waffen dahin liefern, auch wo die hinschicken, ist doch egal. Das können die doch so machen, wie sie wollen. Also diese Politiker, also diese letzten Politiker, die wir ja haben, die sind echt so unmöglich. Nee, das sind keine Politiker. Also die Hälfte ist mindestens potenzieller Verbrecher. Alter, ja, was hat denn der erzählt? Der hat doch gesagt, die Wahrheit ist der politische Tod. Ja. Und das Zeug, was er da verspritzt und was alle doch unbedingt nehmen sollen, ist ja quasi komplett nebenwirkungsfrei. Absolut nebenwirkungsfrei. Ja. Gruselig. Und warum sterben die Leute? Warum werden die krank? Und zwar so krank, dass sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Und manchmal, das sind die wenigsten, aber die, sie sind nur immer öfter krank. Aber ich habe jetzt schon erlebt, Leute, die ich habe ja mit Autohäusern und Werkstätten zu tun. Das sind die Chefs von den Autohäusern. Die sind jetzt pleite, die sind jetzt weg. Die können jetzt nicht mehr weitermachen. Oder der eine, der hat jetzt noch irgendwie geschafft, oder sein Sohn hat es geschafft, weil er selber nicht mehr zuständig ist im Kopf. Es ist ganz schlimm, was hier passiert. Ja, dabei, aber die Russen machen sich ernsthaft Gedanken, wenn die NATO oder Amerika von ukrainischem Gebiet Raketen auf sie schießen, dass sie dann entsprechend vergelten werden. Und ich halte zwar von Putin überhaupt nichts, ich halte den für einen gemeingefährlichen Imperialisten, aber ich bin fest davon überzeugt, auch aus Gesprächen mit Russen, dass er niemals das Gelände der NATO angreifen wird. Also wenn irgendjemand davon fabuliert, dass die Russen dann, wenn sie Ukraine besiegt hätten, bei uns stünden, oder in Polen oder in den baltischen Staaten, das ist grober Unfug. Ich möchte dir ein wenig widersprechen. Ich glaube, dass Putin keine großen Atomsprengköpfe hier rüber schickt. Das wird er nicht machen, weil er eigentlich Deutschland viel zu sehr mag. Er wird wahrscheinlich von den schnellen Waffen, die er da hat, die eigentlich nicht abzufangen sind und die sehr präzise sind, wird er präzise Treffer setzen. Ich habe heute noch aufgeschnappt, dass dieser Soldat, ich habe jetzt den Namen mal eingeprägt, Alexander Bittner, der wird jetzt oder ist verurteilt worden zu 6 Monaten Haft, weil er diese Corona-Injektion abgelehnt hat. Also er hat sich wohl auch auf den Nürnberger Kodex berufen, der ja 1947 eingeführt wurde, weil in den dunkelsten Zeiten Experimente an Menschen gemacht wurden. Also den Menschen wurden irgendwelche medizinischen Maßnahmen angedient, die nicht gut taten. Und seitdem wurde 1947 der Nürnberger Kodex eingeführt. Der soll Menschen davor beschützen, dass sie irgendwelche medizinischen Maßnahmen annehmen müssen gegen ihren Willen. Dieser Nürnberger Kodex soll eben die Menschen davor schützen. Und darauf berufen sich eben auch, haben sich auch Menschen in der sogenannten Corona-Zeit berufen, die eben diese ihrer Meinung nach Genbehandlung, meiner Meinung nach natürlich auch Genbehandlung, ablehnen. Und dieser Soldat hatte keine Chance, damit durchzukommen. Die Gerichte haben ihn verurteilt. Und der Hohn ist ja eigentlich, dass das Robert-Koch-Institut die Protokolle, die sie geführt haben in der Corona-Zeit, herausgeben mussten. Und aus denen klar ersichtlich ist, dass diese ganzen Maßnahmen, so wie wir es auch von Anfang an behauptet haben, aufgrund unserer Informationen von alternativen Medien, wir sind natürlich auch nicht allwissend auf die Welt gekommen, aber das haben Ärzte, auch rechte Ärzte haben das recherchiert und weitergegeben, dass eben diese Corona-Geninjektion von diesen verschiedenen Pfizer und diese ganzen Pharmaindustrie. Aber
Interessant ist auch, dass diese Pharmaindustrie diese Dinger gar nicht entwickelt hat. Das war das Militär, was das entwickelt hat. Und die haben nur ihren Namen hergegeben, um dann das so aussehen zu lassen, dass es eben ein Genexperiment oder beziehungsweise eine Injektion ist, die einer Impfung entspricht, aber das war alles nicht so. Das sind ja übelste Verschwörungsideologien hier im Video. Nein, das ist nachgewiesen. Und das sind ja pro-russische Desinformationskampagnen. Nein, nicht pro-russisch, pro-amerikanisch. Genau, Robert Kennedy Jr. Ja, oder so. Genau, und der hat genau das erzählt. Der hat genau das erzählt, dass die Pharmaindustrie die Dinger nicht entwickelt hat, sondern dass das nachweislich vom Militär entwickelt wurde. Ich bin total stolz auf euch alle. Ihr habt mir heute Gänsehaut verursacht. Also wir brauchen Frieden! Aber Frieden nicht nur für uns alleine auf die Straße. Wir sind keine Egoisten, wir sind Menschenfreunde. Und deswegen gehen wir für ganz viele Berufsgruppen, viele Menschen und für die wir alle gehen, das gibt es jetzt. Denn wir machen alle tatkräftig mit. Ich gebe das vor, ihr macht einfach auf die Straße als Nachklang. Und zwar für unsere Kinder auf die Straße. Für unsere Rentner auf die Straße. Für unseren Mittelstand auf die Straße. Für unsere Handwerker auf die Straße. Für unsere Kinder auf die Straße. Für die Pflege auf die Straße. Für unsere Ärzte auf die Straße. Für unsere Bauern auf die Straße. Ja, Bauern, wir haben euch nicht vergessen, auch euch waren wir auf der Straße. Für freien Journalismus auf die Straße. Ja, auch für unsere Polizei auf die Straße. Für unsere Selbstbestimmung auf die Straße. Gegen sinnlose Kriegsraketerei auf die Straße. Propaganda auf die Straße. Gegen Waffenlieferungen auf die Straße. Für bezahlbare Lebensmittel auf die Straße. Auf die Straße. Auf die Straße. Auf die Straße. Und ganz, ganz wichtig, für ein lebenswertes Leben in Frieden und Freiheit. Auf die Straße. Wir haben noch zwei wichtige Pünktchen. Danke, Matthias. So, ich habe noch zwei Pünktchen. Erster Punkt, am kommenden, also heute war ein super Heimspiel. Absolut ausverkauftes Haus, super Heimspiel. Gibt vorn. Aber am Mittwoch haben wir Auswärtsspiel. Also Mittwoch ist in Hannover, wieder ist reicht, Rutsche, alle 14 Tage. Gibt es ab 18 Uhr in Hannover, vor Bahnhof Ernst-August-Platz. Ah, ihr erkennt uns am Geruch. Also ich werde da sein. Wer da kommen will, ist herzlich eingeladen, wird echt spaßig. Kommt mal nach Hannover in die Landeshauptstadt. So, wenn die uns unterstützt haben, hier Anja und Truppe aus Hannover, dann können wir die ja auch mal unterstützen. Also ich bin sporadisch da. Gibt leckere Zwiebelwettbrötchen im Bahnhof. 18 Uhr, Ernst August, am Mittwoch. Das ist der 18. September. So, der zweite Punkt. Wer von euch kennt Michael Scheele? Hände hoch! Wer kennt Michael Scheele? Wer kennt ihn nicht? So, Michael Scheele ist einer aus dem Widerstand von der ersten Stunde dabei gewesen, schon 2020 im August mit, wie heißt der kleine Heinz aus Ulm? Markus Heinz? Mit Markus Heinz, komm hoch, Matthias, zu mir, wir machen wieder den Dialog. Michael Scheele war auch schon hier in Gifhorn aktiv, ja, der hat ja hier den Lautsprecherwagen gefahren. Wo wir hier die dritte Demo, glaube ich, hatten, die ich hier so veranstaltet habe. Ja, war immer mit dem Konzern fremden Fahrzeug unterwegs, und schwarzer Opel, hat immer seine Boxen und kann die Sendung mit der Maus sprechen und so, macht die Tagesshow per KI ganz, ganz stark. Und Michael Scheele ist ein bisschen in die Bredouille geraten. Wie gesagt, er ist von Anfang an, der war freischaffender DJ und der hat ein bisschen gelitten unter den Corona-Maßnahmen. Und also finanziell auch, und er ist von Anfang an in Berlin auf der Straße gewesen, im Ruhrpott auf der Straße gewesen, und gegen den liegen jetzt mindestens drei Verhandlungen vor, zweimal Hattingen, einmal Essen, wegen irgendwelchen Verstößen. Die wollen wohl an seine Fahrerlaubnis oder Führerschein, wie man früher gesagt hat, dran.
Und Anja hier, die hier ist aus Hannover, absolut vertrauenswürdige Person, die sammelt ein bisschen Kohle, damit Michael seine Rechtsanwälte bezahlen kann. Also wer hier noch in der Lage ist, 1, 2, 3, 4, 5 Euro zu spenden, Anja läuft rum. Und ich kann nur sagen, ich gebe selber was dazu, hier symbolisch von meiner Seite. So, Michael Scheele ist wirklich mit Leib und Seele dabei, von der ersten Stunde früher getrommelt, jetzt mit dem Auto gefahren, immer Autokursus gemacht. Der hatte diese Affen da oben drauf, vielleicht kennt ihr das, als die Affenpoppen kamen. Das ist Michael Scheele, ein grandioser Typ, der traut sich jetzt gar nichts mehr zu machen, weil er sagt, die haben ihn wirklich dran und sie wollen ihm die Fahrerlaubnis nehmen, weil er angeblich die Boxen nicht richtig befestigt hatte beim Autokorso. Und das würde für ihn bedeuten, dass er absolut nicht mehr arbeiten kann. Er ist DJ und er verdient halt auch damit sein Geld jetzt und er traut sich im Moment nicht auf die Straße, weil er Angst hat, dass man ihm wieder irgendwas unterschiebt. Also von daher, wenn ihr irgendwie ein bisschen hättet, würde ich es gern weitergeben. Wir haben in Hannover, Hildesheim, Braunschweig schon was organisiert und wir werden Ihnen das weiterleiten. Ich sag euch dann auch, was es geworden ist. Ne? Danke. Danke, Anja, für so eine Initiative. Klar sagst du uns und ihm sagst du, dass das Geld aus Gifhorn kommt, aus der heimlichen Hauptstadt hier von Niedersachsen. So, jetzt, also ich habe sonst keine Punkte mehr. Ich glaube, ich habe mich heute weit genug auf Glatteis begeben. Aber wir haben jetzt immer noch ein offenes Mikrofon. Also wer jetzt noch was zu sagen hat, haut rein. Die Mikros sind hier, kommt nach vorne, traut euch, sagt was, sagt eure Meinung an, sagt eure Hallo zusammen, warum bin ich eigentlich hier? Nun, vor einigen Tagen hatten Freunde gefragt, wollt ihr wieder mit nach Kassel auf die Museumsnacht? In den letzten Jahren haben wir es immer gehalten, dass wir gegangen sind, Mitternacht von einem Museum zum anderen bis spät in die Nacht. Vor 14 Tagen war wieder die Museumsnacht. Diesmal haben unsere Freunde gesagt, nein, wir trauen uns das nicht mehr. Und deswegen stehe ich jetzt hier mit dabei, weil ich sage, so kann es nicht mehr weitergehen. Was ist denn der Grund, dass sie sich nicht trauen? Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Der hohe Migrantenanteil, gerade auch in Kassel und der Innenstadt. Ein Migrant allein ist ja noch nicht gefährlich, da muss ja noch ein Messer dazu kommen. Übrigens, ganz kurze Randinfo 2. Erstens, vom Dialekt her kommst du bestimmt nicht von mir. Ich habe mal heute Morgen recherchiert, wie viele Messerattacken es innerhalb der letzten 7 Tage gab. Das waren 61. In Deutschland. Erschreckend finde ich, dass es dafür mittlerweile auch schon eine App gibt, die man jeden Tag nachschauen kann, wie viel es gerade gegeben hat. Aber das ist nicht nur einfach so, es ist sogar noch ein Quellennachweis. Aber das ist der eine Punkt. Ich muss Hesse? Wirklich. Bist du Hesse? Nordhesse, ja. Du bist Nordhesse, ja, das alles hört man, ne? Deshalb Kassel, hört man nicht, ja, hört man. Kann man nicht verweigern, ja, ist so. Aber ich sag mal, das ist nur ein Punkt, der mir Angst und Kummer und Sorgen macht. Viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, habe ich auf dem Sofa gelegen, habe mir die Politik angehört und habe gesagt, die Sportschau geguckt. Nein, die Politik wirklich. Und habe gesagt, ja, das gefällt mir nicht, aber ich kann da mitgehen. Aber heute sieht das ganz anders aus. Wenn ich so in die Politik schaue, dann haben wir jetzt die fährt und fliegt zu 100.000 Kilometer entfernte Länder. Die erzählt uns, wie der Kreis funktioniert. 360 Grad, 2 Pi. Ja, 2 Pi. Genau. Oder sie sagt uns, dass die Kobolde in Autos sind. Nun, ich sag mal, halb so wild. Jeder macht mal einen Fehler. Das ist unser Geld. Aber jeder macht mal einen Fehler. Okay. Aber der Spaß hört dann auf, wenn sie in diese Länder fährt und erzählt denen, wie die gefälligst zu leben haben. Das in unserem Namen und das geht nicht. So, ihr Kumpel, der Habeck erzählt uns ja auch, wie wir zu leben haben. Naja, über den Habeck brauchen wir ja gar nicht zu reden. Das Heizungsgesetz, er hat gesagt, das war mal ein Versuch. Sind wir dem Versuchskaninchen oder wie ist das? Das hat doch Olaf Scholz schon gesagt, dass wir alle 200 Millionen Versuchskaninchen sind. Ja, der Olaf Scholz hat auch gesagt, mit ihm gibt es keine Impfpflicht. Ein Dreivierteljahr später, oh, wir müssen die Impfpflicht einführen. Herr Lindner aber auch gesagt, das haben sie alle gesagt. Das sind Politiker, die das nicht so ganz ernst nehmen. Wen soll ich denn dann noch ernst nehmen? Mich sollst du ernst nehmen, Freundchen, mich. Pass auf, die Grünen, wenn ich damit nochmal anfangen darf, vor der Wahl
keine Waffen in Kriegsgebiete. Ich kann das nicht mehr hören. Und jetzt schreien sie alle, oh, noch mehr Waffen. Das ist schon wieder unsolidarisch. Nein. Die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Deine Freiheit, mein Freund, wurde am Hindukusch verteidigt. Und jetzt kannst du nicht mehr nach Kassel auf die Dokumente fahren. Das ist bitter. Versuchen noch mal, mich richtig zu überzeugen. Aber das funktioniert noch nicht. Ich bin weit davon ab. Und wenn ich dann sehe, dass wir auch noch bei der FDP jemanden haben, die schreit, noch mehr Waffen, noch mehr Kanonen. Die mit dem Vierfahren haben. Und dann schreit sie auch noch, ja, eigentlich könnten wir die jungen Leute in Deutschland da auch noch hinschicken, um den Ukrainern zu helfen. Und dann sagt sie, ja, sie sitzt ja im Aufsichtsrat von Rüstungsfirmen. Passt das denn zusammen? Also, wie lange machen wir sowas denn noch mit? Ich habe hier viele Fahnen gesehen, viele sagen gegen den Krieg. Ich bin angekotzt, weil wir letztes Jahr 2.000 Milliarden in Rüstung gesteckt haben. Sind dann 2 Billionen Cent oder Schilling oder was? Dollar. Ja? 2.000 Milliarden Dollar in Rüstung. Aber das hat nicht Deutschland allein gemacht. Nein, um Gottes Willen. Bei uns fängt es ja noch an. Glaubt ihr denn etwa, die Mittelstreckenwaffen, die der Amerikaner hierher liefert, die gibt es umsonst? Interviewt doch mal ein paar Grüne, eventuell Ricarda. Das ist ja eigentlich das nächste Thema. Überlassen. Wenn ich höre, wir haben in 2023 33 Milliarden an Entwicklungshilfe bezahlt. Und was ist das Entwicklungsland? Deutschland ist das Entwicklungsland. Macht euch doch mal Gedanken darüber. Die erste Brücke in Dresden ist eingestürzt. Und sind ein paar andere noch gesperrt worden, die schon baufällig sind. Ja, das hinzukommt, wir haben 4.000 Brücken, die sanierungsbedürftig sind. Im Jahr schaffen wir 220 Brücken. Wisst ihr, was auf uns zukommt? Wir werden uns nochmal wieder hören, wenn die nächste Brücke einstürzt. Bei dem, was wir vor uns haben, da werde ich tatsächlich ängstlich. Und wenn ich so an die Vergangenheit denke, der Heinrich Heine hat mal was gesagt, was mir im Moment wieder so geht, denke ich an Deutschland in der Nacht, werde ich um den Schlaf gebracht. Ja, Heinrich Heine kennen ja auch nicht mehr alle. Die Älteren kennen ihn noch. Ja, bei der jetzigen Schulbildung doch kein Wunder mehr, oder? So. Will noch jemand was sagen? Ist witzig heute. Matthias, komm, letztes Wort. Naja, ich wollte ja vielleicht auch noch was Positives berichten. Positiv ist, dass unsere Gerichte und unsere Richter eigentlich nichts mehr unterschreiben. Das liegt wohl daran, dass die wissen, dass sie dann dafür verantwortlich sind, wenn sie irgendjemand inhaftieren oder sonst irgendwas. Ich habe mal meine komischen Haftbefehle da mir angeguckt. Das sind so rote Zettel, die man da irgendwie ausgestellt kriegt. Ich war aber noch nicht in Haft. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Aber diese Dinger, die sind nicht vom Richter unterschrieben. Auf gar keinen Fall. Und in meinen Verhandlungen, die ich bisher so hatte, ich habe da Akteneinsicht genommen und alles. Es ist nirgendwo eine richterliche Unterschrift zu finden. Immer nur im Auftrag und oder solche Funktionen, die eben von Justizangestellten oder sonst was da ausgestellt werden, aber niemals ein Richter. Ja, Matthias, also ich würde mal sagen, die Tagesschau fängt gleich an, wir müssen nach Hause. Was ist das, eine Tagesschau? Was ist eine Tagesschau? Also, wenn jetzt keiner mehr was hat. Pucki, hast du noch einen Satz, ein Wort, irgendjemand? Dann mögt ihr für immer schweigen und die Veranstaltung wird... Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Und hallo! Ich habe das heute auf der Straße echt gefeiert. So, vielen Dank nochmal an alle, auch die Support gemacht hier haben mit Akustik, Thorsten, Pucki für die Route und die Musik und alle Redebeiträge. Und hiermit wird dann die Veranstaltung... Ich bedanke mich noch bei der Exekutiven, bei der Polizei, die uns begleitet hat. Hiermit wird die Veranstaltung offiziell für beendet erklärt. Dankeschön!
man hat uns nicht geschont. Doch unser Mut wird belohnt. Mit gemeinsamer Kraft haben wir es geschafft. Nun ist es soweit, keine Lust mehr auf Leid. Sie ist nicht mehr weit, jetzt kommt unsere Zeit. Wir sind endlich dran mit einem neuen Plan. Vorbei all das Leid, jetzt kommt unsere Zeit. Jetzt kommt unsere Zeit. Ist der Druck auch extrem?